Okay. So, was wir hier vorhaben, ist eine Entscheidungstabelle zu machen. Und eine Entscheidungstabelle in Force ist eine Funktion, um auf Basis eines Eingabewertes verschiedene Force-Wörter aufzurufen. Das ist etwas, was man in anderen Programmiersprachen über Case-Strukturen macht, also Select-Case oder If-Then-Else, Else-Ifs. Und da gibt es in Force halt dieses Idiom, dass man das über eine Speicheraktionstabelle machen kann. Und dafür definiere ich jetzt erstmal hier ein paar Dummy-Wörter, die uns hinterher einfach nur zeigen, dass etwas ausgeführt wird. Das sind also die Funktionen, die hinterher abhängig von dem jeweiligen Entscheidungswert dann ausgeführt werden sollen. Ja? Aktion 1, 2 und 3. Als nächstes erzeuge ich mir jetzt mit dem Wort create eine Variable oder ein Wort namens ActionTable. Und dieses Wort ActionTable, wenn ich das mit create erzeuge, dann wird nur ein leeres Wort angelegt, dessen einzige Funktion es ist, den Zeiger auf den eigenen freien Speicherbereich auf den Stack zu legen. Das heißt, wenn ich ActionTable aufrufe, dann bekomme ich den Zeiger zurück auf den nächsten freien Speicherplatz direkt hinter ActionTable. Und ActionTable selber macht gar nichts anderes, als nur diesen Zeiger zurückzugeben. Und dieser Zeiger ist derzeit identisch mit der Ausgabe von here. Und das Wort here gibt mir den sogenannten Directory Pointer zurück. Und der Directory Pointer ist ein Zeiger auf die nächste freie Speicherstelle, in die kompiliert wird. Und das kann im RAM sein oder es kann im ROM sein, je nachdem, wie mein Force gerade kompiliert. Hier jetzt im GeForce ist es im RAM. So, und der Trick ist jetzt, dass ich mit dem Wörtchen tick, mit dem einfachen Anführungsstrich, mir den Execution Token eines Wortes hole und den mit dem Befehl Komma an die nächste freie Stelle im Speicher reinkompiliere. Das heißt, Action 1 oder besser gesagt der Execution Token, der Zeiger auf das Wort Action 1, liegt jetzt direkt an der Stelle, wo Action Table definiert wurde. Und Action 2, kompiliere ich rein, ist jetzt Größe einer Zelle weit entfernt von Action Table. Das ist jetzt beim 64-Bit GeForce, sind das 8 Byte. Das heißt, Action 1 liegt direkt auf Index 0 bei Action Table und Action 2 ist 8 Byte weiter. Und ich kompiliere jetzt Action 3 auch noch da rein und habe jetzt eine Tabelle mit 3 Werten hintereinander. Ich könnte jetzt noch beliebig viel weitere Worte und Werte in diese Tabelle packen. Da gibt es jetzt keine Begrenzung, wie viel ich da reinpacken kann. Und das können wir jetzt einfach schon mal benutzen mit einem Wort, das nenne ich jetzt decide. Das ist jetzt kein Standardwort. Und decide nimmt ein Index, eine Indexnummer, nämlich die Indexnummer des Wortes, was ich ganz gerne ausführen möchte. Und dann sage ich jetzt Cells. Dadurch wird diese Indexnummer mal meiner Zellgröße multipliziert. Das ist hier bei einem 64-Bit-Force, wird mit 8 multipliziert. Bei einem 16-Bit-Force werden es mit 2 multipliziert, beim 32-Bit mit 4 multipliziert. Dadurch kriege ich den Code halt portabel. Dann lege ich den Pointer auf diese Tabelle, auf den Stapelspeicher und addiere beides. Nämlich den Index plus die Tabelle. Und dann habe ich den Zeiger genau auf den richtigen Wert, den ich ausführen möchte. Und dann hole ich mit Klammeraffe, mit Fetch, mir den Wert, der an der Stelle gespeichert ist, den ich mit den Kommas oben da rein kompiliert habe. Und das ist ja das Execution Token, was ich dann mit dem Befehl execute ausführen kann. Und das funktioniert jetzt so, wenn ich sage 0 decide, sagt er Action 1. 1 decide, sagt er Action 2. Und 2 decide, sagt er Action 3. Ja, und was sagt er bei 3 decide? Wer hat eine Idee? Unberechenbar. Ja, Absturz. Ne? Illegal Instruction. Du kannst auch Glück haben. Ja,
oder Pech. Ne? Es kann auch sein, dass er ein schwarzes Loch erzeugt und wir alle verschwinden. Man weiß es nicht. Ne? Also dieses Wort Decide, so wie ich das jetzt da gebaut habe, funktioniert, aber ist nicht sehr sicher. Ist okay, wenn man als Programmierer halt weiß, welche Eingabewerte man hat. Und man könnte das natürlich auch vorher prüfen, wenn man weiß, man hat nur 3 Eingabewerte. Und wenn der Wert größer 3 oder unter 0 ist, dann wirft man vorher einen Fehler oder ignoriert den Eingabewert. Sowas könnte man machen. Jetzt möchte ich aber ganz gerne diese Action Table verbinden mit Tastendrücken. Das ist etwas, was man zum Beispiel gerne in einem Texteditor macht, aber auch in Programmen mit einer Menüsteuerung oder anderen Programmen, wo man Hotkeys hat. Das heißt, eine Tastenkombination wird gedrückt und wenn diese Tastenkombination gedrückt wird, soll etwas ausgeführt werden. Eine spezielle Funktion. Und dafür erzeuge ich mir jetzt eine weitere Tabelle, die nenne ich KeyTable. Und in diese Tabelle, da kompiliere ich jetzt Zeichen rein. Oder besser gesagt, die ASCII-Werte der Buchstaben A und X und vielleicht auch ein Semikolon. Chat, ja, danke. Cha, Semikolon, Komma. Das heißt, der Befehl Cha holt sich immer den ASCII-Wert vom direkt danach folgenden Buchstaben, legt ihn auf den Stapelspeicher und der Komma oder das Komma kompiliert das jetzt wieder in den nächsten freien Speicherbereich und das liegt wieder ganz genau direkt hinter KeyTable. Also es ist ganz wichtig, dass ich diese Komma-Befehle zum Einkompilieren immer genau hinter dem Create-Tabellenname mache. Ich darf also nicht zwischendurch noch andere Wörter mit einem Kolon-Definition definieren, weil sonst kompiliere ich nicht mehr direkt hinter dem Tabellennamen. So, das habe ich auch gemacht. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, wie groß, also ich möchte in meinem Quellcode automatisch berechnen, wie viele Einträge habe ich in meiner Tabelle. Dafür sage ich hier, das ist der jetzige Zeiger auf den freien Speicherbereich. Ich sage KeyTable, das ist der Zeiger auf die Tabelle. Und die differieren natürlich jetzt um die Anzahl von Werten, die ich da reinkompiliert habe. Ja, also wenn ich Create KeyTable mache, dann ist hier und KeyTable gleich. Und dann kompiliere ich Sachen rein. Und jedes Mal, wenn ich reinkompiliere, wird hier um 8 Byte weitergeschoben. Und jetzt habe ich das hier dreimal gemacht. Also 3x8 Byte sollten sich geändert haben. Ich nehme also KeyTable und hier und ziehe das KeyTable von hier ab. Dann habe ich die Differenz an Byte, die meine Tabelle groß ist im Speicher. Dann hole ich mir mit Cell die Anzahl meiner Zellengröße in meinem Force und dividiere dadurch. Und dann habe ich die numerische Anzahl der Einträge in meiner Tabelle. Und das ist an dieser Stelle eine 3. Und diese 3, die speichere ich mir jetzt in eine Konstante. Die nenne ich Nummer Key. Also Nummer Key oder Nummer Keys könnte man es auch nennen, wäre jetzt eine 3. So, und jetzt definiere ich eine Funktion, die macht Folgendes. Die nimmt einen Tastendruck, guckt dann in dieser KeyTable nach, an welchem Index steht denn der Buchstabe und sucht dann die dazugehörige Aktion aus der Action-Table raus und liefert mir die Adresse zurück. Und gleichzeitig wollen wir noch eine Default-Action haben, nämlich was soll denn geschehen, wenn ein Buchstabe gedrückt wird, der in meiner Tabelle gar nicht drin ist. Bei einem Texteditor, da wäre das so, dass alle Tastenanschläge, die nicht irgendwie durch eine Funktion gemappt sind, die werden einfach direkt gedruckt. Das ist das, was in meinen Text reingeht. Also ich möchte ja nicht
eine extra Tabelle haben, wo ich sage, ja, wenn du ein A gedrückt hast, dann wird auch ein A in den Text geschrieben. Und wenn du ein B gedrückt hast, wird ein B in den Text geschrieben, sondern ich möchte halt nur diese Sonderkombinationen, Ctrl X, Ctrl F oder solche Geschichten, da möchte ich Forcewort hinterlegen und alle normalen Zeichen, die sollen direkt in den Text landen. Also habe ich jetzt hier ein Forcewort, das nenne ich Key Action. Und Key Action fängt an mit einer Schleife. Und zwar so häufig wird die Schleife durchlaufen, wie wir denn Einträge in unserer Tabelle haben. Und jetzt habe ich gar nicht hier den... den Stack-Kommentar reingeschrieben von Key Action, aber der Stack-Kommentar von Key Action ist, dass es auf dem Stapelspeicher, auf dem Stack, den Key-Wert, also den ASCII-Wert der gedrückten Taste erwartet. Und das Ding liegt auf dem Stack obendrauf. Und Rückgabewert wird die Adresse sein. Ich mache das nochmal gerade kurz neu hier. Ich kann das ja nochmal neu definieren. Key Action ist Key, ist Eingabewert und eine Adresse, und zwar ist das eine Execution-Token-Adresse, ist der Rückgabewert. Und wir fangen an mit einer Schleife, Anzahl der Einträge in der Key-Tabelle. Dann dupliziere ich den Key-Wert, der oben auf dem Stapelspeicher liegt. Und holen wir die Key-Tabelle, Key-Table. Holen wir den Index des Schleifendurchlaufes. Passe den an die Zellengröße und addiere beides zusammen. Das heißt, ich habe den Schleifendurchlaufwert i und ich habe meine Adresse der Tabelle. Und das i ist dann immer halt der Index in die Tabelle. Und die Berechnung gibt mir jetzt genau den richtigen Pointer auf den Eintrag in meiner Tabelle. Also auf das a, das x und das Semikolon, was in meiner Tabelle drin ist. Mit dem Fetch hole ich mir jetzt den Eintrag in der Tabelle an der Stelle und vergleiche den mit dem Wert der Taste, die ja auf dem Stack lag, ob das gleich ist. Das heißt, habe ich jetzt hier die Taste gefunden, die gedrückt wurde in meiner Tabelle? Wenn ja, dann schmeiße ich die Taste weg. Ich hatte sie mir ja ganz vorne mit Dup verdoppelt. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe sie ja gefunden. Ich hole mir die Action Table und hole mir wieder den Schleifendurchlauf i, passe den wieder an und addiere und habe jetzt den Pointer auf die Aktion, auf den Execution Token in der Action Table. Das heißt, ich habe die Taste in der Key Table gesucht, habe sie bei Index i gefunden und nehme jetzt Index i, um mir den Execution Token aus der anderen Tabelle zu holen. Und den hole ich mir mit dem Fetch. Und den möchte ich ganz gerne, dass der als Rückgabewert auf dem Stapelspeicher liegt. Mache ich einen Unloop, heißt, ich springe aus dem Do-Loop raus an der Stelle, mache halt einen harten Sprung raus aus der Schleife und dann auch gleich noch einen Exit aus dem Wort ganz raus, weil ich bin an der Stelle schon fertig. Ist ein bisschen unstrukturiert vielleicht, so direkt aus einem If innerhalb eines Loops eine Funktion zu verlassen, geht aber unter Force, darf man machen. Und damit ist mein If zu Ende. Und das war die Situation, wenn ich die richtige Taste gefunden habe. Ja, dann hole ich mir halt über den Index den Execution Token, lege den auf den Stack und springe raus aus diesem Wort. Dann liegt halt XTADDR drauf. Jetzt muss ich noch den Fall machen. Also hier mache ich jetzt den Loop weiter. Also ich gehe so lange durch die Tabelle durch,
bis ich entweder das Ende der Tabelle erreicht habe oder ich die richtige Taste gefunden habe. Und wenn ich die Schleife bis zum Ende durchgelaufen bin und habe keine Taste gefunden, dann möchte ich ganz gerne die Default Action haben. Da gibt es jetzt verschiedenste Sachen, die man machen kann. Ich habe hier für mich definiert, dass der Eintrag Nummer 0, also Index 0 in der Action Table, ist immer Default. Man könnte jetzt aber auch hier sich einfach den Pointer auf die Default-Geschichte auf den Stack legen. Aber ich sage hier Action Table Fetch. Gucken, ob ich nichts vergessen habe. Ein Drop fehlt noch. Genau. Hier liegt ja noch der Tastendruck auf dem Stack, der muss weg. Action Table Fetch. Und Action Table Fetch holt mir den ersten, also den nullten Eintrag aus der Tabelle und ich sage mal, das ist meine Action 1, ist meine Default Action. Die soll immer dann ausgeführt werden, wenn ich keinen anderen Tastendruck gefunden habe. So, und Key Action ist damit fertig. Und dann will ich jetzt das Ganze noch testen. Dann erzeuge ich mir eine Testfunktion. Die Testfunktion, die macht eine Endlosschleife. Ich hole mir einen Tastendruck. Ich rufe Key Action auf. Der soll den Tastendruck in Execution Token Adresse umwandeln. Und dann sage ich Execute, dass er das ausführt. Again ist dann Ende der Endlosschleife. Semi ist Ende der Definition. Und wenn ich jetzt Test aufrufe und schaue mal, ob das geht, dann wartet er jetzt auf einen Tastendruck. Und wenn ich jetzt X drücke, dann erwarte ich Action 2. Wenn ich einen A drücke, erwarte ich Action 1. Ich hätte jetzt noch einen Carriage Return jedes Mal dahinter schreiben können, damit das ein bisschen schöner aussieht. Wenn ich jetzt andere Buchstaben drücke, ist das immer Action 1. Semikolon ist Action 3.